Die CSU hat in diesem Januar den ersten Aufschlag, wenn man so will, was das politische Jahr 2017 angeht. Diesmal nicht in Kreuz, sondern im Schneesturm in Seehorn. Ich begrüße die Gastgeberin Gerda Hasselfeld, die Chefin der CSU-Landesgruppe. Frau Hasselfeld, was sind die wichtigsten politischen Signale, die von Seehorn 2017 ausgehen sollen? Wir sind wieder Impulsgeber für die Politik in Berlin, wie wir das auch in den vergangenen Jahren schon immer waren, und kümmern uns um die Probleme, die die Menschen bewegen. Mit vielen Diskussionen, Beschlusspapieren und auch mit Gesprächen mit interessanten in- und ausländischen Gästen. Der Schwerpunkt in diesem Jahr wird die innere Sicherheit sein mit allen Facetten, das heißt Sicherheitspolitik, um Kriminalität und Terror zu bekämpfen, zum Zweiten aber auch die Begrenzung der Flüchtlingsströme weiterzufahren und nicht zuletzt auch die Fragen der Integration derjenigen, die ein Bleiberecht haben. Ja, Videoüberwachung ist ja ein großes Stichwort, was Sie ja schon seit längerem fordern. Allein, da lässt sich in Berlin nicht viel durchsetzen, oder? Nun, wir haben wenigstens einen kleinen Schritt erreicht, dadurch, dass der Bundesinnenminister schon einen Vorschlag gemacht hat zur besseren Videoüberwachung, auch beispielsweise bei Sportstätten oder bei öffentlichen Anlässen. Aber noch nicht das, was wir wirklich brauchen, nämlich eine Videoüberwachung auch an öffentlichen Plätzen. Da sind die Kommunen, die Städte und die Länder gefordert. Und da wundert mich es schon, dass noch dazu nach den Anschlägen in Berlin, gerade das Land Berlin mit der rot-rot-grünen Regierung immer noch gegen eine Ausweitung der Videoüberwachung ist. Das ist nicht zu verantworten. Die CSU fordert zudem auch mit Blick auf Köln im Jahr 2016, also das letzte Silvester, dass die Ausweisung in die Maghreb-Staaten endlich intensiviert werden soll. Welche Signale, die Grünen regieren ja, wenn man so will, in dieser Frage mit durch den Bundesrat. Welche Signale kommen denn da von den Grünen? Gehen die da mit? Wir brauchen dringend die Anerkennung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten. Das haben wir auch im Bundestag beschlossen. Es liegt nach wie vor im Bundesrat, und zwar deshalb, weil dort die Länder, die mit den Grünen gemeinsam regieren, nicht bereit waren, dieses zuzugestehen. Da hilft auch offensichtlich die Bereitschaft des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann, bislang zumindest noch nicht. Ich hoffe sehr, dass er sich mal in seiner eigenen Partei durchsetzt. Wir brauchen diese Anerkennung dringend, denn dann können die Flüchtlinge aus diesen Staaten schneller zurückgeschoben werden, schneller zurückgeführt werden in ihre Länder, und die Verfahren können auch verkürzt werden. Dringend, sagt der Bundesinnenminister, braucht Deutschland eine Reform des Verfassungsschutzes. Er möchte mehr Kompetenzen Richtung Bund verlagern. Ist diese Forderung nicht angemessen angesichts der Tatsache, dass in dieser gemeinsamen Institution, die sich um Sicherheit zwischen Bund und Ländern kümmert, 40 Institutionen vertreten sind? Nun, bei dieser Zuständigkeitsverlagerung, bei diesem Vorschlag, gibt es noch erheblichen Diskussionsbedarf zwischen Bund und Ländern. Der Innenminister hat allerdings eine Diskussion angestoßen, die es schon wert ist, diese zu führen, nämlich eine Diskussion über die bessere, notwendige Zusammenarbeit der Behörden unter den Ländern, nicht nur der Verfassungsschutzbehörden, sondern auch anderer, eine bessere Information, ein Austausch von Informationen und Daten unter den Ländern und zwischen Bund und Ländern, und auch eine einheitliche Rechtsgrundlage für die Arbeit in den Ländern. Das heißt, wir haben hier schon noch etwas zu tun. Reine Zuständigkeitsverlagerungen finde ich derzeit nicht notwendig. Ja, aber ist es nicht klar, dass über kurz oder lang wir in Deutschland so etwas wie ein FBI nach Vorbild des FBIs brauchen? Und wir haben Gott sei Dank eine föderale Struktur, die sich immer wieder bewährt mit den unterschiedlichen Zuständigkeiten. Wichtig ist nur, dass diese unterschiedlichen Behörden auch wirklich zusammenarbeiten, dass sie ihre Informationen und Daten nicht bunkern, sondern gegenseitig austauschen. CDU, CSU, um zum Verhältnis zur Kanzlerin zu kommen, Frau Hasselfeld, das war ja durchaus heterogen, was da vor dieser Klausurtagung von der CDU zu hören war. Sie sollen nicht Säbeln rasseln und so weiter. War da zu hören, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Friedensgipfel zwischen CDU und CSU? Wird er denn jetzt stattfinden?
CDU und CSU sind in Fragen der inneren Sicherheit ganz nah beieinander. Die Vorstellungen und Vorschläge, die wir eingebracht haben, werden in weiten Teilen auch von der CDU so akzeptiert. Dort, wo wir noch Gesprächsbedarf haben, das ist in der Tat die Obergrenze bei den Flüchtlingszahlen, da werden wir in den nächsten Wochen noch einige Gespräche zu führen haben. Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen. Denn der politische Gegner, der ist nicht in den eigenen Reihen, sondern der politische Gegner, der ist bei Rot, Rot, Grün und sind die Populisten im Land. Das heißt, Seon wird einen kuscheligen Schmusekurs Richtung CDU geben? Es geht nicht um einen Schmusekurs und auch nicht um eine Konfrontation, sondern uns geht es darum, dass wir richtige Vorschläge machen für die anstehenden Aufgaben, dass wir das, was die Menschen bewegt, aufgreifen und Lösungen erarbeiten. Das ist Aufgabe der CSU-Landesgruppe und dieser Aufgabe wollen wir uns stellen. Und Sie sind zum letzten Mal Gastgeberin hier in Seon. Sie sind die Chefin der CSU-Landesgruppe, werden nicht mehr antreten. Beschleicht einen dann auch so ein bisschen so ein wehmütiges Gefühl? Ach nein, ich habe ja aus freiem Herzen und nicht erst seit kurzem entschieden, dass ich dann mit 67 Jahren, da braucht man, glaube ich, sich nicht mehr zu rechtfertigen, wenn man in den Ruhestand geht, mich auch anderen Dingen und privaten Dingen widmen möchte. Aber bis dahin, bis zum September, bin ich noch voll in der Arbeit und werde alle meine Kraft daran setzen, dass wir ein gutes, ein optimales Ergebnis für CSU und CDU erhalten. Ja, dann wünschen wir Ihnen interessante Gespräche und sagen danke. Danke, dass Sie hier rausgekommen sind in den Schnee von Seon. Das war's für den Moment von hier. Ich gebe zurück zu Phoenix Sendezentrale nach Bonn.